die gute Vorstellungsfolie, damit jeder von Ihnen draußen weiß, wer eigentlich heute hier spricht und der Meinung ist, etwas darüber sagen zu können. Mein Name ist David Warney und ich bin Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp. AlgoCamp hat sich darauf spezialisiert, automatisierte Handelssysteme zu entwickeln, zu betreiben, zu vertreiben, zu optimieren und alles, was dazugehört. Das heißt, wenn Sie da draußen eine Handelsstrategie automatisieren möchten oder ein fertiges System benötigen, Trading-Server benötigen, alles, was in dem Bereich Algo-Trading zu tun hat, dafür sind Sie der richtige Ansprechpartner. Das ist quasi AlgoCamp. Ja, zu meinem Werdegang kurz und knackig. Ich bin, vor AlgoCamp war ich 9 Jahre angestellt bei einer Vermögensverwaltung, bei einer, die wirklich ausschließlich mit dem automatisierten Handel Geld verdient hat. Das heißt, ja, ich komme quasi genau aus dem Bereich oder bin genau in dem Bereich groß geworden, worüber wir heute reden, über das Algo-Trading. Und da habe ich natürlich viele, viele Erfahrungen gesammelt in der Arbeit, in der Vermögensverwaltung, im Kontakt mit Banken, Emittenten und Brokern, auf die ich heute zurückgreife. Das ist so unser Fundament, wo wir uns heute bewegen, unser Wissensstand. Das heißt, wenn ich Ihnen irgendwas erzähle, irgendwelche Tipps mitgebe, dann können Sie sich sicher sein, dass ich die nicht irgendwo aus dem Buch her habe oder irgendwo mal gelesen habe und mich jetzt als Experte hier positioniere, sondern das hat schon Hand und Fuß und da steckt einige Jahre Erfahrung drin. Wie habe ich angefangen? Wahrscheinlich wie viele von Ihnen. Ich war recht früh unterwegs, mit 18 habe ich sofort mein erstes Konto gehandelt und dann das Gleiche gemacht, was so der typische Trader macht, ein Konto nach dem anderen gegen die Wand zu fahren. Also so, denke ich mal, der typische Werdegang. Ich war so der Härtefall eigentlich im Vergleich zu anderen. Ich habe wirklich viele Konten geschrottet und habe wirklich lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, worauf es ankommt. Ich war immer so nach den Strategien aus und war immer hinterher, die ganzen Webinare mit Strategien oder Zeitungsartikeln, wo es um Strategien ging. Das war das, was ich immer wissen wollte. Und wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, achte auf dein Risiko und Money Management, das waren so Themen für mich, wo ich immer gesagt habe, nee, das brauche ich nicht. Ich will Strategien, ich will 100% am Tag. So ist es nicht. Heute bin ich so aufgestellt, dass ich zur Hälfte automatisiert trade und zur anderen Hälfte manuell. Und ja, die ein oder anderen kennen mich wahrscheinlich schon von der World of Trading. Da bin ich seit 2015 vertreten, werde auch dieses Jahr wieder vertreten sein. Den IB Days, die erst letzte Woche zu Ende gegangen sind und inzwischen auch seit 2,5 Jahren als Autor im Traders Mag. Kurz noch vorab zu AlgoCamp an sich, hatte ich ja gerade gesagt, was wir genau machen. Da stelle ich Ihnen später nochmal die Webseite kurz vor, dass Sie einen kurzen, kleinen Einblick haben. Gut, was haben wir heute auf der Agenda alles stehen? Die Agenda ist überschaubar. Wie gesagt, wir haben nicht groß viele Folien vorbereitet, da gehen wir heute eher ein bisschen in die Praxisarbeit und zeigen Ihnen so ein bisschen live am lebenden Patienten quasi, worum es geht. Ziel für heute hatten wir ja schon klar gemacht. Ziel ist ja wirklich, dass Sie heute alle die Grundlagen haben oder das nötige Wissen haben, um gute Systeme von schlechten Systemen zu unterscheiden. Dass Sie also hier nicht die falschen Katzen im Sack kaufen, sondern Ihr Geld sinnvoll investieren und dann nicht an die falschen Leute kommen. Dann haben wir ein paar Beispiele vorbereitet von EAs, wo ich Sie gerne mit einbeziehe, was Sie dazu sagen von der Performance her, wie so Ihre ersten Eindrücke sind. Das ist immer ganz lustig, das mache ich immer ganz gerne bei den Präsenzseminaren, um so ein bisschen das Feedback einzuholen, dass die Leute auch mitdenken und sich selbst vielleicht ertappen, worauf sie so achten bei den Kennzahlen und worauf nicht. Und danach gehen wir auch schon über zu den Eigenschaften. Das heißt, wie erkennen Sie schlechte EAs? Woran können Sie es quasi sofort erkennen? Wo müssen Sie ein bisschen genauer nachgucken, um die Eigenschaften zu erkennen? Und der vorletzte Punkt für heute, passend zu guten EAs, schlechte EAs, kommen wir auch noch zu den guten EAs. Und da geht es dann um die Merkmale, wie erkennen Sie gute EAs und ganz besonders, was bedeutet eigentlich guter EA? Was muss ein EA haben, damit er gut ist? Wie erkenne ich das als Außenstehender und nicht als Experte, der vielleicht schon 10, 20 Jahre am Markt oder im automatisierten Markt unterwegs ist? Perfekt. Beginnen wir mal mit dem ersten Beispiel, was ich heute vorbereitet habe. Das ist eine Performance-Kurve, das ist aus dem Statement vom MetaTrader, die einen oder anderen von Ihnen kennen das wahrscheinlich schon, wenn Sie MetaTrader im Backtest
durchführen und sich das Statement dann exportieren lassen. Dann haben Sie mal in der HTML-Datei solch eine Grafik. Also die Performance-Grafik, wir sehen die blaue Linie und die grüne Linie in der Mitte. Das ist die Performance, rechts sind absolute Werte. Das heißt, da oben haben wir quasi 2100 Euro oder Dollar, je nachdem, was wir für einen Kontostand haben oder Konto, eine Währung auf dem Konto haben. Und hier unten sehen wir das Volumen, der grüne Balken oder die grünen Balken. Und die Zahlen hier unten, das sind die Anzahl der Trades. So, jetzt schauen wir mal auf den Chart und stellen uns vor, wir bekommen jetzt irgendwo das Handelssystem hier ja, günstig angeboten oder vielleicht sogar kostenlos angeboten zum Testen. Und jetzt die Frage an Sie da draußen, was sagen Sie dazu? Würden Sie sich das System hier kaufen, wenn es jetzt nicht allzu viel kostet, ich sag mal 99 Euro, oder würden Sie davon Abstand nehmen? Ja, wenn wir mal gemeinsam auf die Performance-Kurve gucken, eigentlich sieht sie doch ganz gut aus. Wir haben hier keine großen Einbrüche, die blaue Kurve geht ganz gut hoch. Wir haben gestartet bei 1.000 Euro Startkapital und haben geendet bei ca. 2.170 Euro. Wir haben keine großen Einbrüche gehabt, wenn wir die blaue Linie betrachten. Eigentlich sieht das doch gut aus, oder? Also würden Sie da draußen sich das System jetzt kaufen? Oder auf dem Live-Konto laufen lassen, auf dem Demo-Konto laufen? Das ist die Frage. Wenn ich mal so zurückdenke an Präsenzseminare, wo ich die Frage gestellt habe, kam, ich glaube, so geschätzt, ich habe nicht genau nachgezählt, aber so ca. 80% würden sagen, ja, spricht doch eigentlich nichts dagegen und sieht auch sehr gut aus. Das ist also die typische Kurve, die wir uns immer wünschen. Ich suche mal kurz ein kleines anderes Programm zum Aufzeichnen. Wenn wir immer so Performance-Kurven sehen, dann möchten wir ja eigentlich immer so solche Kurven haben. Das ist ja das, wovon viele eigentlich träumen. Ist ja ähnlich, so ähnlich wie die Performance-Kurve hier. Was steckt dahinter? Würde ich sie kaufen? Nein. Hier erkennen wir schon ein, zwei wichtige Punkte, wieso wir davon Abstand nehmen sollten. Komischerweise ignorieren viele Betrachter hier die grüne Linie. Wir sehen nur die blaue Linie und denken uns, ja, die grüne Linie, interessiert mich nicht. Ich nehme jetzt die blaue Linie, die sieht schöner aus. Die zwei Linien haben zwei verschiedene Bedeutungen. Und zwar visualisiert die blaue Linie das Realisierte, also den realisierten Gewinn. Das heißt, da werden nur alle Positionen einfließen, die geschlossen wurden. Die grüne Linie wiederum visualisiert die Trades oder bezieht die Trades mit ein, die noch nicht geschlossen wurden. Was verstehen wir jetzt hier runter? Hier haben wir immer mal eine kleine, oder die grüne Linie sieht man hier immer mal ein Stückchen. Die geht hier ein Stückchen runter, hier ein Stückchen runter. Sonst verschwindet sie oft hinter dem blauen. Hier ist sie ganz stark unter der blauen Linie. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt hier in dem Bereich bleiben, zoomen wir nochmal ein Stückchen weiter rein. Wenn wir jetzt hier in dem Bereich bleiben, dann bedeutet das, dass die realisierten Gewinne immer sehr nah an den unrealisierten Gewinnen waren. Hier wiederum oder hier wiederum waren wir temporär mit den offenen Positionen schon etwas weiter hinten. Hier schon etwas stärker, hier auch sehr stark und das über einen langen Zeitraum. Und hier sogar zwischen 750 und 800 Trades, da waren wir ziemlich stark hinten. Und da haben also da war die temporäre Performance-Kurve mit den unrealisierten auf dem Stand von vor 300, 400 Trades davor. Das sehen wir so auf den ersten Blick, sehen wir es nicht oder wir nehmen es nicht wahr. Aber das Beispiel hier vorne zeigt es auch nochmal ein bisschen besser. Wir haben also hier ein paar Positionen gehabt, die haben wir geschlossen im Gewinn und dann haben wir Positionen aufgebaut, die waren alle im Verlust. Wir haben Gewinntrades geschlossen. Das sehen wir nämlich hier oben ganz leicht, dass die blaue Kurve ganz leicht hochgeht. Das heißt, die Gewinnertrades haben wir geschlossen, aber die Verluste haben wir, wie so oft im Trading, einfach nur laufen lassen. Das lief immer so weiter. Hier haben wir gesehen, ging die Performance-Kurve etwas wieder hoch. Das heißt, die unrealisierten Trades, die liefen etwas besser, weiter nach oben. Und dann haben wir hier wieder Positionen geschlossen. Dann liefen die noch weiter an und wir haben sie vielleicht hier bei plus minus null geschlossen. Das heißt, die realisierte Kurve sieht sehr schön aus. Wir haben ja kleine Einbrüche nach unten hin, minimal, alles in Ordnung. Nach oben hin auch mal ein paar Ausreißer, aber was wir hier nicht sehen oder ignorieren in den meisten Fällen, ist die grüne Linie. Wir haben es leider auch sehr oft,
Vielleicht haben Sie das auch schon gesehen auf diversen Online-Seiten, wo CAs angeboten bekommen oder in irgendwelchen Zeitschriften, sonstigen Webinaren. Da ist die grüne Linie zum Teil noch stärker weiter tiefer unten. Das ist da. Da frage ich, okay, ich stecke natürlich tief im Thema drin, aber da frage ich mich wirklich, wie kann man noch solche Systeme eigentlich nutzen? Aber mir ist damals auch passiert, dass ich einfach keinen Wert drauf gelegt habe und einfach gesagt habe, na, soll mir doch egal sein. Was interessiert es mich denn in dem Moment, dass die Kurve temporär so tief war? Sie läuft ja wieder hoch. Die realisierte Kurve sieht ja ganz schön aus alles. Aber das ist nur eine Frage der Zeit oft. Wir müssen hier darauf achten, was steckt da eigentlich für eine Strategie dahinter? Und das wissen wir nicht immer genau. Hier zum Beispiel kann es einfach sein, dass diese grüne Linie immer weiter runterläuft, immer weiter runterläuft. Das System ist ja, das sieht man optisch, ich kenne die Strategie dahinter auch nicht, kann ich auch nicht genau sagen, wie sie agiert. Aber wir sehen einfach hier dran an dieser Kurve, dass die Strategie einfach irgendwie darauf aus ist, große Verluste laufen zu lassen. Die lässt die laufen und hofft, dass sie wieder hochkommen. Wir sehen ja hier kaum Verluste, die realisiert wurden. Wir sehen hier immer mal einen kleinen Abfall, aber nur nach einem starken Anstieg. Das spricht halt, das sehen wir hier, das sehen wir hier, das sehen wir hier, 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 hier. Immer dann, wenn es mal nach oben geht, in so einem, hier so ein kleiner Buckel nach oben geht, geht es auch wieder nach unten. So, was erkennen wir daran? Wir sehen ja hier, dass diese grünen Phasen unten auch immer dann vorhanden sind, wenn wir solche Buckel haben. Das ist einfach nur, ja, ich sag mal, wie soll ich sagen, ein Visualisierungsfehler oder einfach ein Fehler im Ablauf der Visualisierung. Aber es hängt einfach damit zusammen, dass wir hier viele Trades aufbauen. Vielleicht kaufen wir auch in einer Verlustphase nach. Das sehen wir jetzt hier vom Volumen her nicht. Zumindest ist das Volumen einigermaßen immer gleich in dem Moment. Hier mit zwischendurch mal ein paar Abweichungen, aber das sieht hier eher so nach dem Money Management aus. Das heißt, je mehr Geld wir haben, desto mehr investieren wir auch. Das ist alles soweit in Ordnung. Aber das deutet ganz klar darauf hin, dass wir hier keine Verluste realisieren. Und ein Handelssystem, was darauf aus ist, nur Gewinne zu machen, das ist wie im manuellen Trading. Wir können nicht immer nur Gewinne machen. Und wenn wir Verluste haben offen, dann können wir nicht darauf hoffen, dass sie noch drehen und wir lassen uns weiterlaufen. Das ist so das erste Beispiel. Also im ersten Moment sieht es wirklich schön aus, aber wenn wir ganz genau im Detail darauf achten, dann erkennen wir schon, ohne einen Einblick in den Quellcode zu haben oder ohne irgendwie mal mit dem Eigentümer, Programmierer geredet zu haben, dass das System langfristig oder eigentlich schon mittelfristig wirklich wertlos ist. Also ich würde dieses System so niemals nutzen. Und das habe ich jetzt nur erkannt anhand der Performance-Kurven. Eigentlich brauche ich dafür nur zwei Linien. Das ist die blaue Linie und das ist die grüne Linie. Es darf durchaus sein, dass die grüne Linie mal etwas abweicht von der blauen. Wir haben offene Positionen, die sind natürlich mal im Verlust und mal im Gewinn. Aber solche Sprünge nach unten mit den Buckeln hier oben, das deutet einfach darauf hin, dass wir einfach nur hoffen. Wir haben ja außerhalb, haben wir so gut wie nie Verluste, die wir realisieren. Deswegen meine Empfehlung, wenn man sowas sieht, Finger weg. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Jetzt wieder die Frage an Sie da draußen. Würden Sie dieses Handelssystem nutzen? So, jetzt haben wir schon mal eine Information weniger in dem Chart. Und zwar haben wir hier nur die Linie von den realisierten Positionen. Wahrscheinlich, gut, das ist jetzt gefärbt. Das hatten wir, die Grafik hatten wir für die IB-Days genutzt. Deswegen ist die Linie entsprechende Algokampffarben in braun und schwarz gefärbt. Aber auf der Originalgrafik hätten wir hier auch keine grüne Linie wie eben. Also die braune, das ist jetzt hier die blaue, aber die grüne Linie fehlt uns auch. Gut, gucken wir so auf den Chart. Sieht eigentlich auch okay aus. Kurve steigt ganz klar. Wir haben hier unten angefangen bei 10.000, endet nach 2.700 Trades bei 24.000 Euro. Oder Dollar, je nach Kontowährung, sieht eigentlich gut aus. Würde ich auch nutzen. Gut, schauen wir mal, wie das System weiterhin läuft. Gucken auf die nächste Folie und sehen, das ist das Ende. Das ist das Ende von dem System. Fing so an, hört so auf. Was erkenne ich oder würde ich daran sofort erkennen? Hierhinter steckt ein Martingale-System. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich zeichne dazu einfach mal noch was darauf. Ich kurz sein Screenshot hiervon und male dann mal die grüne Linie nach.
So, Moment. Da haben wir es nochmal. Ich zeichne jetzt mal die grüne Linie ein, wie sie wahrscheinlich gelaufen wäre. Nehme ich das mal kurz auf grün. Die Ticker etwas dünner. So, die grüne Kurve. Wir haben ja wahrscheinlich ganz normal getradet, haben hier immer mal Ausbrüche gehabt, es ging wieder hoch, leicht herumgedümpelt, alles normal. Und dann ging es los. Wir stellen uns vor, der Euro-Dollar, der steigt seit Wochen, seit Monaten und wir bauen Short-Positionen auf. Wir bauen noch eine Short-Position auf, noch eine Short-Position, noch eine Short-Position, noch eine Short-Position und verdoppeln das Volumen immer stärker, immer stärker, immer stärker, immer stärker, immer stärker. Und dann kommt, klingelt das Konto, der berühmte Margin Call ist dran und schließt alle Positionen. Und das ist genau die Graph, die wir quasi hier oben gesehen haben. So, ich packe die mal etwas übereinander. Das heißt hier oben, die blaue Linie ist hier die braune Linie. Wir haben es oft immer geschafft, die Verluste wieder auszubessern. Irgendwann lief der Markt, irgendwann ging der Markt dann doch mal in unsere Richtung. Wir haben Positionen geschlossen oder bei Plus minus 0 geschlossen und es ging weiter. So ist es in der Grafik hier auch. Wir haben ganz lange gut gehandelt, haben es immer wieder geschafft, die Position rauszuholen. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier einfach wieder hochgelaufen sind und dann runtergelaufen sind, aber irgendwann ist vorbei. Und das ist so die klassische Martingale-Strategie, wenn wir sie so anwenden, wie wir sie aus dem Lehrbuch quasi kennen. Martingale, kurz zum Verständnis, kommt eigentlich aus dem Casino, eine typische Roulette-Strategie. Ich setze 10 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. Ich setze 20 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. Ich setze 40 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. Und immer so weiter. Irgendwann kommt mal meine Farbe. Funktioniert in der Theorie, wenn ich kein Tischlimit habe und wenn ich unendlich viel Geld habe. Machen auch sehr viele im Trading. Klingt eigentlich auch vernünftig, aber funktioniert in der Praxis nicht, weil wir nicht unendlich viel Geld haben und weil wir nicht unendlich viel Geld oder Volumen in den Markt bekommen. Das heißt, wir fangen hier irgendwann an bei 10 Lots, 20, 40, 80, 160 Lots. Und dann können Sie sich ja schon vorstellen, was das mit uns macht, wenn der Markt nur um wenige Pips sich bewegt mit 160 Lots. Da ist schnell mal das Haus unter den Füßen weggehandelt. Deswegen, typische Martingale-Ansätze erkennen Sie einfach daran. Oder so enden Martingale-Ansätze früher oder später. Am Anfang sehen Sie ganz gut aus. Wir haben viele Kunden mal gekämpft, die haben auch Martingale-Systeme mal gehandelt. Und nach 2, 3 Wochen sind die so glücklich darüber, dass sie da wirklich viel Volumen reinstecken. Aber früher oder später, und das ist wirklich so, sehen Performance-Kurven so aus. Das machen natürlich viele, viele Verkäufer in dem Bereich, die verstecken einfach diese grüne Linie, die hier im MetaTrader vorhanden ist. Das ist ein großes Problem, denn früher oder später haben sie einfach solche Performance-Kurven und das bringt ihnen nichts. Sieht zwar schön aus am Anfang, aber so kommt es zustande. Ich hoffe mal, oder ich denke mal, Sie haben es so verstanden, wie die zwei Linien miteinander zusammenarbeiten. Kurz als Zusammenfassung, blaue Linie ist die realisierte und grüne Linie ist die unrealisierte. Martingale-Systeme erkennt man auch noch an einem zweiten Punkt, und zwar an der Volumen-Grafik hier unten. Hier in der Grafik ist das Volumen einigermaßen ausgeglichen. Wir haben hier eine leichte Erhöhung, aber das würde ich jetzt als normales Money-Management verbuchen. Aber Martingale-Systeme erkennen wir auch noch wie folgt, dass das Volumen immer stärker zunimmt. Das heißt, in normalen Phasen ist das Volumen, ich zeichne es jetzt als Linie, nicht als Balken, normal. Wir haben hier eine Verlustphase. Hier wäre das Volumen höher, weil wir 10 Lots handeln, 20 Lots, 40 Lots, 80 Lots und dann sind wir wieder auf normalen Level hin und her. Und dann geht's los. Dann haben wir hier die Phase. Wir haben 20 Lots, 40 Lots, 80 und so weiter und so weiter. Und erhöhen es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann haben wir kein Geld mehr für die Margin. Dann kommt der Margin Call und zack, handeln wir kein Volumen mehr. Das heißt, mit Blick auf das Volumen, wenn Sie die Information haben, können Sie auch ziemlich viel herauslesen. Das ist auch so eine kleine Performance, Methodik, die viele verwenden in dem Bereich. Und zwar schmücken sich sehr viele EA-Verkäufer mit dem Zinseszinseffekt. Kennen Sie wahrscheinlich da draußen, ist eine Methode, um ja, Performance-Kurven einfach viel zu schön aussehen zu lassen. Wir zum Beispiel bei AlgoCamp, wir nutzen das bei den Backtests nicht. Das heißt, wenn Sie Performance-Kurven von uns sehen oder Backtest-Auswertungen, dann handeln wir die immer mit dem gleichen Volumen, immer fix. Ist natürlich in der Praxis später total unsinnig, aber wenn ich das Volumen im Backtest dynamisch gestalte, das heißt immer 1%, immer x% vom Konto, dann
Ja, dann verstecke ich gewisse Informationen vor Ihnen, die Sie nicht sehen, die wertvoll sind. Wie sieht es dann aus? Ich mache mir eine neue leere Seite auf. Wenn ich also einen Backtestverlauf habe über 10 Jahre und ich erhöhe das Volumen immer, dann sieht die Performance-Gruppe beim erfolgreichen Backtest in der Regel so aus. Und zwar genauso glatt. Wir handeln jetzt hier unten vielleicht mit 0,1 Lot, erhöhen es immer mehr, weil das System gut läuft. Und hier sind wir in der Phase, hier haben wir schon 20, 30 Lots und handeln immer weiter, dann sind es irgendwie bei 80, 90 Lots. Das wäre die Performance-Kurve mit dem Zinseszinseffekt drin. Ja, der Zinseszinseffekt, den entwickelt ja kein Handelssystemverkäufer heraus. Und der ist einfach da. Der ist einfach seit 1000 Jahren da. Das ist keine hohe Kunst. Deswegen darf man sich eigentlich damit nicht schmücken. Wie würde die Performance-Kurve aussehen, wenn wir den Zinseszinseffekt nicht mit dran haben und immer ein normales Volumen handeln? Die würde wahrscheinlich einfach so aussehen. Schwankungsbreiter, aber steigender. So, wir haben hier angefangen mit einem Lot und sind hier vielleicht bei 1 bei Lots. Was sieht man hier? Natürlich nur Zeichnungen, aber ich möchte damit genau das widerspiegeln oder visualisieren, was auch in der Praxis so wäre. Sie sehen hier die Schwankungen, die enorm wichtig sind. Sie sehen hier, wie der Markt sich verhält. Sie sehen hier Durststrecken. Sie sehen, okay, maximale Bewegung nach unten, so die Drawdown-Phasen, die temporären, die sind so bei circa, lass mich lügen, jetzt 20, 30, 100 Pips. Das sind Kennzahlen, die wichtig sind für uns. Genauso könnte die Performance-Kurve ja auch so laufen. Wir haben hier eine Phase, da bewegt sich aber bei nichts und dann geht es hoch. Diese Stagnationsphase, die hier, das heißt, wo das Konto quasi auf der Stelle tritt. Das sind auch wichtige Informationen für uns. Wir wollen ja wissen, wie lange dauert es, bis ich das letzte Depot hoch wieder erreicht habe. Oder einfach ausgedrückt, wie lange dauert es, bis ich wieder mehr Geld verdient habe auf dem Konto. Das würden wir in der optimierten Kurve hier oben mit dem Zinseszinseffekt nicht sehen. Und das ist ganz gefährlich. Wir brauchen die Infos. Und deswegen verstehe ich es nicht, oder wir von Algocamp verstehen es nicht, wie soll man diesen Zinseszinseffekt mit einbauen muss in der Performance-Kurve. Es ist einfach, wir nehmen den Tradern da draußen einfach viel zu viele Möglichkeiten zu verstehen, was dahinter steckt. Und die Bewegungen im Chart, die sind einfach enorm wichtig. Klar, aus Verkäufersicht ist es top, wenn ich den Zinseszinseffekt einbaue. Wenn ich dann sage, super, ich habe aus 1.000 Euro 200 Millionen gemacht in nur 10 Jahren, das schaffen Sie auch. Klar, aus Verkäufersicht wunderbar, sieht sehr schön aus, kann man sich einrahmen, aber Ihnen als Trader da draußen bringt es nichts. Das heißt, wenn Sie solche Kurven hier sehen, die einfach zu sehr geglättet sind, wo Sie das Volumen auch ansteigend sehen und wissen, okay, da ist ein Risiko, da ist ein typisches Money Management dahinter, dann fragen Sie genauer nach. Holen Sie sich die Performance-Kurve ohne den Zinseszinseffekt. Das ist einfach sinnvoller, weil diese Informationen hier aus den grünen Linien, das ist doch wichtig für Sie. Sie möchten auch draußen wissen, wie groß sind circa die Drawdown-Phasen, wie lange ist die Stagnationsphase. Das alles ist enorm wichtig da draußen, um auch später glücklich zu werden mit dem System. Und wenn Sie dann später dieses blaue System hier haben, und dann verdient das System plötzlich 100 Tage nichts. Und Sie wundern sich, hä? 100 Tage, ich sehe doch auf der blauen Linie auch, ich sehe doch da nur steigende Kurse. Ja, spätestens dann würden Sie sehen, okay, ich habe Informationen nicht erhalten, die eigentlich in der blauen Linie war, aber ich habe sie nicht gesehen aufgrund des Zinseszinseffekts. Ein Punkt, woran Sie auch schlechte oder schwarze Schafe erkennen. Gut, dann gibt es natürlich viele Trader da draußen, die sagen, naja, ich guck mir die Grafiken gar nicht an, die kann ich doch eh selbst malen. Das bringt nichts mit ein bisschen Photoshop-Fähigkeit oder von mir aus auch guten Experten-Paint-Kenntnisse oder woran auch immer, kann ich das doch selbst basteln. Ich könnte ja die Grafik hier auch noch ein bisschen schöner gestalten, auf die Seite packen und sagen, das ist jetzt hier der Super EA, unbedingt kaufen, das ist meine Performance-Kurve. Gut. Was macht man dann oder was machen dann viele? Dann fordern viele ja, vielleicht eine Einsicht aufs Konto ein, indem Sie zum Beispiel den Backtest, den wir hier als Grafik haben und gefaked haben, den könnte man natürlich auch live verfolgen. Dafür switche ich einfach mal rüber. Ich habe hier den MetaTrader offen, den MetaTrader 4, und möchte Ihnen das einfach mal zeigen. Den Strategietester haben wahrscheinlich auch schon viele von Ihnen gesehen. Damit haben wir die Möglichkeit, Handelssysteme zu backtesten. Das heißt, wir wählen hier
hier oben den Strategietester aus, wählen ein Handelssystem aus, ein Asset, Zeitraum und ja, die Periode. Das heißt, mit welchen Minuten-Candles oder Tagesstunden-Candles möchten wir arbeiten. So, ich führe jetzt hier live den Backtest durch und kann ihn eigentlich damit bestätigen, dass das System, was jetzt hier gleich durchläuft, dauert ein paar Sekunden, dass das wunderbar ist, weil Sie sehen hier gleich alle live mit, wie das System handelt. So, es handelt, wir sind schon gut im Gewinn, so, schon 20.000 Euro verdient, jetzt haben wir die 30.000, jetzt haben wir die 40.000, 50.000, so, ich denke mal, die 100.000 knacken wir noch, haben noch ein paar Sekunden, da haben wir auch schon die 200.000 geknackt. Und da kam das berühmte Geräusch, der Backtest ist durch. Schauen wir mal kurz nach. Wir haben gestartet mit 10.000 Euro und haben geendet bei, ja, was sind wir hier, bei knapp 300.000, so 280.000 haben wir geendet. Das System hat angefangen mit einem Lot. Hat es durchgezogen, also wir haben ja kein Volumen erhöht, ein Lot geblieben. Performance-Kurve sieht wunderbar aus. So. Was spricht jetzt noch dagegen? Ist doch eigentlich ein wunderbares System. Gut, man kann jetzt sagen, naja, 2017, den Trick, den kenne ich ja schon, davon habe ich schon gehört, der Zeitraum soll ja mal groß sein, auch kein Problem. Ich könnte es auch von 2010 aus starten. Machen wir einfach mal kurz den Spaß, kann ja nebenbei noch weiterreden, dass wir nicht nur stur raufgucken müssen. Ich lasse jetzt den Backtest hier wieder live laufen, also ich kann jetzt nichts groß faken, ist ja auch alles live. Wir sehen die Uhrzeit hier unten, wir sehen hier oben die Uhrzeit, der Markt bewegt sich, was soll ich da groß machen? Der Backtest geht durch, zieht sich jetzt noch ein paar historische Daten, die ihr dafür benötigt. Und dann können wir gleich wieder sehen, wie der EA live performt. So. Soll nicht losgehen. Und das ist immer so der Punkt, können Sie sich ja da draußen auch mal die Frage stellen, habe ich Sie jetzt überzeugt mit diesem Handelssystem, mit dem wir hier heißt toller EA? Sie haben jetzt gesehen, dahinter steckt kein Martingale-System. Ich habe das Volumen nicht erhöht, also ich blende Sie nicht mit dem Zinseszinseffekt, ich handle hier immer nur einen Lot. Und Sie haben quasi live mit mir gesehen, dass das System läuft. Letzte Frage. Würden Sie dieses Handelssystem jetzt kaufen oder kostenlos nutzen, was auch immer? Würden Sie damit Ihr echtes Geld handeln? Ja oder nein? Können Sie mir gerne die Frage oder die Antwort hier im Chat schreiben? Würde mich also sehr mal interessieren, was Sie dazu sagen. Gleich geht auch der Backtest durch. Vorweg kann ich auch hier sagen, der Backtest wird von 2010 an bis heute auch wunderbar laufen. Wir haben hier ganze 7 Jahre durchgetestet. Kein Martingale-System. Keine Blendung mit dem Zinseszinseffekt, das läuft wunderbar. Und gleich sehen wir auch die Grafik, dauert natürlich ein bisschen länger, weil er sich hier noch ein paar Daten über den MetaTrader zieht, die er benötigt. Sind wir hier auf 15 Minuten unterwegs und das von 2010 an bis heute. Da sind einige Daten da. Aber die Performance-Kurve wird genauso aussehen wie jetzt. Das heißt, jetzt müssen wir uns fragen, was soll hier jetzt noch falsch an sich dran sein? Live durchgetestet, im MetaTrader getestet. Keine Performance gefaked, nichts ist da. Performance ist einfach gut. So. Ja, mir würde jetzt auch keine Antwort darauf einfallen, wieso ich das System nicht nutzen sollte. Wurde ja live präsentiert, was ja immer viele so als letzte Methode oder als letzte Möglichkeit nutzen, um jemandem Glauben zu schenken. Das heißt, ich könnte das jetzt nochmal live aufnehmen, könnte das bei YouTube hochladen und sagen, Leute, ein wunderbares Handelssystem, nichts gefaked, live getestet, den Backtest zur Verfügung stellen und dann ja, spricht eigentlich nichts mehr dagegen. Aber ich muss Sie leider enttäuschen in dem Bereich. Dieses Handelssystem, die Aussagen, die ich dazu getätigt habe, die stimmen schon. Wirklich kein Martingale-System, kein Zinseszinseffekt, aber dieses Handelssystem nutzt einfach einen Fehler aus im MetaTrader. Jetzt nicht speziell im MetaTrader von FXBet, sondern einfach in jedem MetaTrader 4, den es da draußen gibt. Und das ist das Problem der schlechten Programmierung. Das heißt, vielleicht haben Sie die da draußen die Erfahrung auch schon gemacht. Es gibt ja massig an Programmierern, die gefühlt für 10 Euro Ihnen ein neues Betriebssystem entwickelt. Und das gleiche gibt es halt auch für die anderen Systeme. Und gerade auf den
bekannten Seiten bekommt man dafür 10, 20 Dollar Anwendungssysteme individuell programmiert. Und oder auch im deutschen Markt bekommt man ja gefühlt für zwei Äpfel und ein halbes Ei schon ein Handelssystem entwickelt. Und das ist genau das Problem. Also die Performance-Kurve, die wir sehen, die ist ja wirklich real, die habe ich nicht gefaked, aber sie nutzt einfach einen Fehler aus dem Meterschwelle. Das muss nicht absichtlich sein. So, wir haben jetzt hier gleich den Balken durch und sehen das dann auch im Diagramm. Das muss nicht zwingend absichtlich gebaut sein. So, jetzt geht's los. Es ist oft einfach so, dass die Programmierer einfach nicht genau die Meta-Trailer kennen. Ne? Damit möchte ich nicht sagen, dass die irgendwelche Programmierer total dämlich sind, sondern das ist wirklich das Expertenwissen, um solche Fehler zu finden. Wir sehen jetzt hier, der Backtest läuft durch, wir sind jetzt schon bei 300.000 Euro angekommen und da wird wahrscheinlich auch noch bei 1 Million schließen. Und die Programmierer, die nicht wirklich tief in dem Thema drinstecken, die entwickeln eben solche Handelssysteme. Die testen sie selbst, machen dann auch Videos davon, zeigen ihnen das live und sind total überzeugt davon. Aber genau das ist das Problem. Wenn man nicht extrem tief in dem Thema drinsteckt, dann passiert es einfach, dass man solchen Mist entwickelt. Und müssen sich vorstellen, sie gehen zu irgendjemandem und sagen, hey, ich habe hier eine Strategie entwickelt, die mal bitte. Sie bekommen das System, testen es so zu Hause und sind völlig überrascht oder überzeugt davon und sagen, naja, Demo-Trading brauche ich gar nicht, ich fange sofort live an, packe mein ganzes Erspartes aufs Konto und trade es einfach. Und dann werde ich innerhalb von, ja, wenn man es jetzt so sieht, innerhalb von wenigen Jahren schon Millionär. Er friert jetzt temporär mal ein bisschen ein, der Meta-Trader, weil er viele Trades verursacht. Müsste sich aber gleich wieder neu laden. Jetzt nach ca. 5.000 Trades haben wir schon die 500.000 geknackt. Was spricht dagegen? Und das ist das genaue Problem. Sie können da draußen nur wirklich schwer herausfinden, welche Systeme wirklich gut sind, welche real sind und welche völlig für die Tonne sind. Das ist, denke ich mal, jetzt hier so der beste Beweis dafür. Man kann sich die Performance-Kurve angucken, man kann versuchen, auf das Volumen zu achten, man kann die blaue und die grüne Linie beachten, aber ja, man kann auch Live-Videos oder Webinare sich zu anschauen, aber im Endeffekt kann man trotzdem auf gut Deutsch einfach nur beschissen werden, was das angeht. Absichtlich oder nicht absichtlich. Und das ist das große Problem. Wenn Sie jetzt dieses Handelssystem hier live laufen lassen, das wird die Kurve spiegeln. Das heißt, das wird gnadenlos Geld ohne Ende verlieren. Weil er einfach einen Bug im Metatrader ausnutzt, der real nicht da ist. Da möchte ich jetzt nicht allzu sehr mit dem Fachlichen von der Programmierung hier langweilen, aber jedes System, nicht nur der Metatrader, auch der NinjaTrader, alle Handelssysteme da draußen, haben gewisse kleine Fehler, die man kennen muss. Ich möchte damit ja nicht sagen, dass der Metatrader total schlecht ist, überhaupt nicht. Das ist wirklich sehr gut. Man muss einfach die Fehler kennen und man muss ja darauf achten und drumherum quasi bauen. Das heißt, wenn jetzt jemand mit einer Strategie zum Beispiel zu uns vom AlgoCamp angeht, herantritt und sagt, er möchte die entwickeln lassen, dann sorgen wir dafür, dass solche Fehler, das ist nur ein Fehler von vielen Fehlern, dass wir die nicht begehen und dass wir drumherum bauen und darauf achten. Dann ist alles okay. Wenn man weiß, wo die Lücken sind und weiß, wie man sie umgehen kann, dann ist alles wunderbar und dann hat der Trader am Ende auch eine Performance-Kurve, mit der er glücklich wird. Das nochmal ein Beweis dafür oder Ihnen nochmal da die Augen zu öffnen. Im Endeffekt gibt es so viele Möglichkeiten, worauf Sie achten müssen. Auch Live-Videos, Live-Backtests, das bringt im Endeffekt eigentlich nichts. Es sind noch viele, viele Punkte, auf die wir wirklich achten müssen in dem Moment. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verifizierung an diversen Online-Tools. Wo Performance verifizieren kann, zum Beispiel MyFXBook, FX Blue, gibt es ja einige Systeme. Das ist auch so eine Möglichkeit, wo wir uns andocken können oder die Performance veröffentlichen können und spätestens da, das ist so für viele dann nochmal so ein Trust-Faktor, wo wir raufgucken, dann sehen, okay, das ist ja wirklich so live, das funktioniert wunderbar, das handle ich jetzt auch. Auch da muss ich leider zu sagen, Achtung, der Markt ist groß, was so Verifizierungsseiten angeht. Aber auch hier kann ich sagen, auch das ist leider verfälschbar.
Bei MyFXBook haben wir schon viel rumprobiert. Soweit wir wissen, gibt es da keine Möglichkeit, um die Performance zu verfälschen. Also es ist relativ sicher. Es gibt natürlich auch Methoden oder Experten in dem Bereich, die dann halt einfach ein Konto bei einem Broker öffnen, den wir selbst bei Google nicht finden. Also wirklich ein typischer Hinterhofbroker irgendwo in irgendeinem Land, wo die Lizenz gefühlt 10 Euro kostet. Und dann da halt die Ausführungen fällt und dann eine schöne Performance veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie irgendwo ein Depot sehen beim MyFXBook, können Sie dem ruhig etwas Glauben schenken, aber achten Sie darauf, bei welchem Broker es läuft. Wenn irgendwie bei Broker XY in was auch immer für eine kleine Insel läuft, dann hätte ich Angst, dann würde ich darauf aufpassen. Aber wenn Sie das sehen, dass das Konto bei einem großen, großen bekannten Broker läuft, dann können Sie ihm trauen. Aber bei anderen Verifizierungssystemen, die es noch da draußen gibt, Achtung, die sind, wenn man sich auch nur ein bisschen technisch auskennt, sind sie halt ja, einfach fakebar. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass zum Beispiel Verluste nicht übermittelt werden, Gewinne aber schon und trotzdem steht bei dem System dann am Ende verifiziert, reales Konto, live, funktioniert wunderbar. Also auch das können wir nicht zu 100% als all heiligen Mütter sehen. So, ich gucke mal kurz auf den Backtest zurück. Wir sind jetzt bei 1,6 Millionen. Der Backtest läuft immer noch. Friert immer mal kurz ein, weil er so viel rechnet. Eigentlich eine schöne Kurve, oder? Eigentlich wünschen wir uns doch alle so das Trading innerhalb von ein paar Jahren 2 Millionen zu verdienen. Null Einbrüche, null Drawdown-Phasen, eigentlich immer nur Gewinne. Vielleicht mal Mini-Verluste, aber genau das, was wir eigentlich wollen. Aber das gibt es nicht. Wenn Sie so eine Kurve sowieso sehen, wäre ich prinzipiell skeptisch. Auch das ist einfach nur. Aber kommen wir gleich dazu. Gut, ich mache mal eine schöne Picasso-Zeichnung wieder zu. Gehen wir mal weiter zu den nächsten Folien, wo wir ein bisschen an die eigentlichen Fakten kommen. Und zwar die Eigenschaften schlechter Handelssysteme. Das heißt, was macht ein schlechtes Handelssystem eigentlich aus? Ganz oben haben wir das Martingale-Konzept. Das hatte ich ja schon erläutert, das Casino-Konzept. Das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Es ist extrem, extrem verlockend, weil am Anfang, also Martingale-System hat einfach mal gute Phasen, macht leichte temporäre Verluste, holt die ganzen Verluste aber wieder rein. Langfristig sieht es einfach so aus. Das ist Martingale mittelfristig. Langfristig muss man gar nicht dazu sagen. Langfristig ist das Konto schon 10-mal geschlossen. Das ist ein Problem. Weiteres großes Problem, das sind die Robustheitstests, die ja eigentlich Standard sind, aber von vielen nicht durchgeführt wird. Was ist damit gemeint? Wir haben, da mache ich mal wieder eine neue Picasso-Zeichnung für auf. Wir haben beispielsweise ein Handelssystem, das ist profitabel über 10 Jahre. Das behandelt das den ganz simpel, wirklich ganz simpel. Sobald der Kurs den 200er überkreuzt, gehe ich long und andersrum gehe ich short. Wir haben eine Performance-Kurve über 10 Jahre, die sieht so aus. Eigentlich realistisch. Das ist die Performance-Kurve. Jetzt teste ich das Ganze mal. Ich nehme nicht den 200er SMA, sondern ich nehme den 199er SMA, teste das nochmal durch und jetzt sieht meine Performance-Kurve so aus. Das ist oft die Realität. Was habe ich hier gemacht? Ich habe das Handelssystem in der Backtest, also in der Visualisierung, in der Simulation, minimal geändert. Also wirklich nur den 200er auf den 199er SMA geändert. Und schon ist das ganze System nicht mehr profitabel. Wenn ich jetzt vorstelle, ich ändere es auf den 198er, also wirklich nur zwei Perioden kürzer, dann sieht die Performance-Kurve vielleicht so schon aus. Das heißt, sie geht komplett bergab. So, ich zoome da mal kurz etwas rein. So. So sieht es aus, wenn wir keine Robustheitstests durchführen. Das ist ganz wichtig. Das machen wir zum Beispiel bei AgroCamp auch. Wenn wir eine Handelsstrategie haben, die verschiedene Parameter, verschiedene Indikatoren, verschiedene mathematische Formeln, Modelle beinhaltet, dann muss ich sämtliche Parameter abändern können, ohne dass die Performance-Kurve gleich in die Knie geht. Das heißt, wenn ich jetzt den SMA von 200 auf 199 stelle, dann wird er sich leicht ändern. Also was okay ist, ist, dass die Performance-Kurve dann vielleicht so, aber minimale Abweichungen hat. Aber prinzipiell muss die Marschrichtung die gleiche sein.
Das Ganze müssen wir noch weiter spielen können. Wir müssen das Ganze auch noch von 200 auf 190, auf 210 spielen können. Von mir aus auch auf 150. Dann darf die Performance-Kurve nicht so bergab gehen, sondern dann muss die Kurve schon ähnlich aussehen. Also wenn wir das von 200 auf 150 ändern, was schon sehr stark ist, und wir haben dann so eine Performance-Kurve, also Kapitalerhalt haben wir noch da. Das ist robust. Bei 200 auf 250, das ist schon eine starke Änderung. Wichtig ist aber, dass wir bei leichten Änderungen, das heißt so von 200 auf 205 oder von 200 auf 195, da müssen wir uns hier im Rahmen bewegen. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wieso? Ich will doch den 200 handeln, ich will doch das beste Ergebnis nutzen. Ist prinzipiell richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, ein Backtester ist immer eine Simulation. Wir sind hier quasi in einem behüteten Haus, uns kann hier nichts passieren, es gibt keine Slippage, es gibt keine großen Gebühren, keine Internetprobleme, der Broker will uns nicht ärgern, die Internetleitung will uns nicht ärgern. Das gibt es in der Realität nicht. Und wenn wir wissen, okay, 200er SMA ist top, 199er SMA ist schon Verlust langfristig gesehen, dann können wir darauf schließen, dass unser Handelssystem live niemals Geld verdienen wird. Denn live wird es so vorkommen, dass wir einfach Kurse mal ein paar Sekunden später bekommen, dass wir eine andere Uhrzeit haben, dass vielleicht bei uns 18.44 Uhr und 0 Sekunden nicht gleich der Zeitstempel im MetaTrader ist. Das alles sind kleine Abweichungen, die zu vergleichen sind mit einem 199er SMA anstatt dem 200er SMA. Das heißt, wir müssen es einfach einpreisen. Das wird in der Realität so vorkommen. Wir bekommen mal ein paar Ausführungen schlechter oder auch mal besser. Es gibt Ereignisse, wo wir eine enorm hohe Slippage haben. Vielleicht haben wir mal wieder solche Events wie Schweizer Notenbank-Crash oder ähnliches. Dann haben wir einfach eine große Abweichung. Im Backtest bekommen wir natürlich wunderbar die Ausführung zu unserem Wunschpreis mit einer kleinen Slippage. Und das sind Robustheitstests. Die müssen unbedingt ausgeführt werden. Das gleiche auch mit dem Take-Profit und Stop-Loss. Ich muss den Stop-Loss hoch und runter regeln können. Das Ergebnis muss sich im Rahmen bewegen. Ändere ich die Parameter extrem, dann muss ein Kapitalerhalt noch möglich sein. Aber bei kleinen Änderungen darf es nicht passieren, dass sofort der Kurs abbricht. Dann kann ich mir sicher sein, live wird es auch nichts machen. Gut, Robustheitstest. Schlechte historische Daten, dazu hatten wir auch schon vor ein paar Wochen ein gemeinsames Webinar, auch mit der FixBet zu dem Thema schlechte historische Daten. Gibt es inzwischen auch bei YouTube schon anzusehen. Will ich jetzt nicht allzu sehr nochmal durchgehen, aber da steckt viel Potenzial. Wer schlechte historische Daten nimmt oder fehlerhafte historische Daten, der kann damit natürlich backtesten, aber der Backtest hat einfach keine Aussagekraft. Und da geht allgemein so die Stimmung, auch unter vielen EA-Verkäufern, historische Daten muss ich mir nicht kaufen, die kann ich einfach irgendwo kostenlos herunterladen, spiele sie ein, das nervt, will ich aber nur gemacht haben und dann geht's los. Das ist das Problem. Das heißt, wenn Sie solche Backtests hier sehen, haben Sie oft nicht die Ahnung oder wissen gar nicht, was stecken da für Daten drin. Sind die sauber oder fehlen hier irgendwie alle paar Candles oder Tage oder Wochen oder sind die Kurse völlig falsch? Das wissen wir alles nicht. Unsere Programmierung, da kommt sowas raus wie hier, was wir jetzt schon über 3 Millionen verdient haben mit nur einem Lot innerhalb von ein paar Jahren, ganz klar. Anonymer Verkäufer im Ausland, das finde ich persönlich so der Punkt, woran man wirklich Systeme oft gut erkennen kann. Ist natürlich auch nicht der Indikator dafür, aber bei vielen Verkäufern ist es so, dass sie einfach im Ausland sitzen, vielleicht auch gar kein Impressum haben, maximal einen Briefkasten in Deutschland haben. Und da kann man sich natürlich mal streiten. Ein Grund, wieso wir von AlgoCamp auch uns das Expert als Partner ausgesucht haben und auch glücklich darüber sind, ist, dass der Expert einfach komplett in Deutschland sitzt. Keine Zweitniederlassung hier, sondern wirklich ein deutsches Büro, deutsche Konten, so wie man es sich eigentlich wünscht. Wir sind ja hier eigentlich beim Thema Geld, da sind wir natürlich alle immer ein bisschen skeptisch, was auch ganz gut so ist. Wir haben uns das ja alles hart erarbeitet. Und dann sollten wir auch nicht unbedingt jetzt die Handelssysteme bei jemandem im Ausland kaufen. Und da kann man natürlich drüber streiten. Prinzipiell heißt das natürlich eigentlich gar nichts. Es kann natürlich einfach sein, dass jemand so erfolgreich ist, dass er einfach sagt, super, das Wetter in Deutschland, gerade jetzt diesen Sommer, das nervt mich so, weil ich wandere einfach raus und mache es vom Ausland weiter. Kann natürlich sein. Das Ganze, so können natürlich auch viele Broker argumentieren. Die sitzen einfach in Zypern, weil es einfach immer so schön ist, das ganze Jahr. Nicht, weil die Vorgaben da lascher sind als in Deutschland oder ähnliches. Nein,
Kann man so oder so auslegen, aber bei Handelssystemen, wenn wir hier im deutschen Markt natürlich unterwegs sind, gar keine Frage, im US-Markt gibt es auch Verkäufer, aber wenn wir hier Webseiten haben oder Anbieter, die deutsche Kunden ansprechen und die nicht in Deutschland sitzen oder nicht in der Dachregion, nicht Schweiz, Österreich, wobei Schweiz könnte man auch wieder argumentieren, dass sie einfach da sitzen und es auch laschere Vorgaben gibt. Aber wenn der Verkäufer einfach im Ausland sitzt, wenn nicht erreichbar ist, wäre ich prinzipiell skeptisch, wenn ich das deutsche Publikum anspreche. Wieso ist das so? Ich glaube, ganz ehrlich, in der Minderheit ist es einfach nur wegen dem Wetter oder Ähnlichem. In der Regel ist es einfach, weil die Leute sich einfach davor verstecken und eventuell was zu verstecken haben. Wir von AlgoCamp, wir sitzen so wie Experte in Deutschland, wir sitzen in Berlin-Mitte, sehr zentral, an der Friedestraße, wenn es die einen oder anderen von Ihnen kennen, wir verstecken uns halt nicht im Ausland. Das heißt, wir können uns nicht den Luxus erlauben, wenn man das so sehen möchte, dass wir einfach missverkaufen, wie dieses System hier. Ich bin mir sicher, wenn ich hier noch ein paar Webinare zu dieser Performance bringe, ein paar Werbeanzeigen dazu schalte, dann macht mich das ganz schnell reich, oder uns besser gesagt, und wir können auch nach Dubai auswandern oder nach Spanien auswandern und von dort weiterverkaufen. Das können wir nicht machen. Wir sitzen in Deutschland, wir sind für ihn erreichbar. Also wer uns einfach persönlich kennenlernen möchte, der kann einfach einen Termin mit uns ausmachen, kann zu uns ins Büro kommen. Und das ist wirklich wichtig, finde ich. Ja, da kann man, jeder hat mal ein Image, dass man sich leider nur versauen kann. Und deswegen ist es für mich immer ein ganz wichtiger Indikator. Wenn ich irgendwo von irgendjemandem was kaufe, irgendeine Dienstleistung beanspruche oder etwas kaufen möchte, gucke ich einfach mal, wie weit hat er quasi seine Hosen runtergelassen, was kenne ich alles über ihn. Weiß ich, wo der Firmensitz ist, hat hier wirklich einen Firmensitz oder einfach nur einen Briefkasten irgendwo. Das ist für mich so der Wert oder der Indikator, woran ich seriöse Verkäufer prinzipiell auch außerhalb vom Handelssystembereich erkennen kann. Schlechten bzw. gar keinen Support ist auch oft immer so. Bei vielen ist die Mentalität, solange der oder bis zu dem Zeitpunkt, wo der Käufer ein Handelssystem gekauft hat, ist er interessant und danach nervt er einfach nur, weil das Geld ja schon ankam. So ist es bei vielen. Ne? Bei vielen hat man wirklich einen komplett automatisierten Ablauf, was ja prinzipiell einfach nur effektiv und sinnvoll ist. Aber bei vielen hat man einfach keinen Support. Und das würde ich so im Vorfeld immer antesten. Und wenn Sie irgendwo ein System finden, fragen Sie einfach mal ein paar Sachen nach, die Sie wirklich interessieren. Und gucken mal, gibt es Antworten drauf? Sind das nur Standardantworten, die null auf meine Frage irgendwie eingehen, sondern wo man erkennt, naja, das ist irgendwie vom Baukasten, aber beantwortet nicht meine Frage. Wie ist da das Support aufgestellt? Das ist nämlich sehr wichtig. Das bringt Ihnen ja nichts, wenn Sie ein System kaufen und danach sind Sie komplett alleine gelassen. Natürlich müssen Sie es auch mal ein bisschen unternehmerisch sehen. Sie können sich nicht irgendwo ein Handelssystem kaufen für 19,99 € und dann 24 Stunden Rundumbetreuung erhalten für etwas. Das ist ganz klar. Aber wenn Sie irgendwo eine E-Mail schreiben oder eine Anfrage stellen, wenn Sie ein Problem haben oder Hilfe benötigen, dann gehört es einfach zum guten Ton und zum Service, dass es da auch in einer entsprechenden Zeit eine Antwort gibt. Jetzt innerhalb, wenn es 2 Tage dauert, ist ja auch noch in Ordnung. Die Leute warten ja nicht nur auf einen, die haben noch viel zu tun. Aber Support sollte aber entsprechend oder im entsprechenden Umfang da sein. Keine Frage. Wenn Sie sich ein Handelssystem für 10.000 € kaufen oder mehrere Systeme kaufen, dann sollte natürlich auch der Service und Support entsprechend angepasst sein. Ja, das sind so Punkte, darauf kann man im Vorfeld auch gut aufachten. Falsche Annahmen, ich gucke mal kurz zwischendurch auf den Backtester, jetzt sind wir schon bei 5 Millionen, klasse System. Falsche Annahmen haben auch immer viele. Der Backtest wird von vielen durchgelaufen oder durchlaufen lassen mit Null Spreads und Null Slippage. In der Theorie funktioniert das natürlich. In der Theorie haben wir einen Preis. Wir kaufen zu 10.000 und können sofort zu 10.000 verkaufen. In der Praxis sieht es ganz anders aus. Da haben wir einen Bid and Ask Spread, der sich einfach je nach Marktphase auseinanderbreitet, verringert. Mal haben wir einen engen Spread, mal einen großen Spread. Das alles ist enorm wichtig. Wenn ich ein Handelssystem habe mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Trade von 1,02 Pips und der Backtest hat 0 Pips Spread einberechnet, dann weiß ich, dass das System in der Realität wahrscheinlich nur Verluste machen wird. Und wenn ich durchschnittlich sage, ich nehme jetzt einfach mal einen britischen Pfund gegen den US-Dollar, ich habe hier vielleicht durchschnittlich einen Spread von 1 Pip.
Da kommen noch die Slippage dazu. Das heißt, meinen durchschnittlichen Gewinn von 0,12 Pips, da ziehe ich ein Pip ab, habe ich noch durchschnittlich 0,02 Pips Gewinn. Ja, und dann kommt die Slippage dazu und dann ist der ganze Gewinn weg. Auch ganz wichtig, dass das Spread im Backtest einfach realistisch ist. Realistische Werte. Wir haben jetzt vielleicht durchschnittlich im Euro-Dollar einen halben Pip Spread zu den normalen Handels- oder Haupthandelszeiten. Kann ich den im Backtest auch mit einem kleinen Offset testen. Also von mir aus kann ich ihn auch mit einem Pip testen. Um das Ganze wieder in der Robustheit zu testen, könnte ich auch einfach drei Pips nehmen und mal sehen, wie robust ist das System. Aber wie sehr muss ich darauf achten, dass mein Spread gering ist? Das ist halt auch ein Parameter, um gute Systeme einfach zu erkennen. Curve-Fitting ist auch so ein spezieller Begriff in dem Bereich. Das sind die Steilkurven. Das heißt, wenn Sie Kurven sehen, ich mache mir jetzt mal wieder ein neues Kunstwerk auf, genau was erkennen. Wenn Sie Performance-Kurven sehen, die so laufen, wo das Volumen nicht angepasst wird, also ohne Zinseszinseffekt, da wäre ich auch kritisch. Es gibt einfach gerade, da haben wir sehr viele Kunden, die zu uns kommen, ein Verkäufer, auch aus dem sonnigeren Bereich unserer Welt, der massiv viele Handelssysteme verkauft. Da sehen die Performance-Kurven auch so aus. Die Trader, die damit zu uns kommen, haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Wieso ist das so? Wir haben uns das System mal angeguckt. Das blaue hier, das ist quasi die Verkaufsgrafik, die man auf der Webseite sieht, ganz schön gemacht, super Trades, auch mit Live-Videos. Und dann testen wir, das ist jetzt ein Test von, ich glaube, 2016 bis Mitte 2017, das ist so der Test, der verkauft wird. Wenn man das ganze System dann von 2010 an bis heute testen, dann sieht die Performance-Kurve oft so aus. Hier beginnt die Verkaufsgrafik und dann geht es nach oben. Was erkennen wir daran? Ganz typisches Curve-Fitting. Das heißt, wir haben hier einen festen Zeitraum genommen und haben so lange die Parameter angepasst, bis die Performance-Kurve richtig gut aussieht. Das heißt, wir haben den SMA angepasst auf 197, der Stopp liegt bei 13,5 Pips und wir handeln nur von Montag bis Donnerstag und auch nur von 9.22 Uhr bis 19.31 Uhr. Merken Sie schon, das sind so Parameter, wo man sich fragt, hä, wieso habe ich so ungerade Zahlen? Wenn ich jetzt irgendwie einen Stop-Loss mir überlege, dann mache ich den 50, 45 oder ähnliches. Oder ich sage Handelszeit von 9.30 Uhr bis 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Das ist typisches Curve-Fitting. Ich nehme mir eine Vergangenheit, hier 1,5 Jahre, und optimiere die Strategie so lange, bis es geht. Ich mache einen Set, sieht so aus, ich passe den Stop-Loss noch ein bisschen an, sieht schon mal so aus. Dann mache ich den Take-Profit nochmal größer, dann sage ich, Freitag mache ich immer nur Verluste, ich trade nur noch Montag bis Donnerstag, dann sieht es schon mal so aus und immer so weiter. Das ist schön, die Performance-Kurve ist wunderbar, die können wir uns alle einrahmen und uns super freuen, aber in der Praxis werden wir damit einfach kein Geld verdienen. Wir werden einfach mal angepasst sind an die Vergangenheit, wir müssen ja robust sein. Ja, wir haben hier keine Finanzkrise, keine Immobilienblase, wir haben kein Fukushima, keine sonstigen schlimmen Ereignisse in der Welt oder auch positive Ereignisse in der Welt. Die sind ja aber nicht drin. Wir wissen gar nicht, was damit passiert. Das System ist darauf optimiert, die Vergangenheit zu testen. Und wenn wir jetzt wieder fortlaufen, das System nutzen, sieht es in der Regel einfach so aus, weil das System nur damit gefüttert wurde und darauf trainiert wurde, hier profitabel zu sein. Ich hoffe. Fundamentallose Strategien, das ist auch so eine beliebte Sache. Unserer Meinung nach muss jede Handelsstrategie immer eine gewisse Basis haben, also ein Fundament, was logisch ist. Wenn ich jetzt sage, ich trade das Volumen in gewissen Aktien und baue darauf meine Strategie auf, das hat irgendwie Hand und Fuß. Wenn ich jetzt aber sage, meine Handelsstrategie guckt auf dem SMA, handelt aber nur dann, wenn wir draußen 20 Grad haben und handelt nur dann, wenn ich gut geschlafen habe und wenn heute das Wetter auch in Brandenburg schön ist, das sind so Filter, wo es einfach keinen Grund gibt, die zu nutzen. Dann kann ich auch würfeln, die Würfelstrategie ausbauen. Deswegen, das Fundament einer Strategie, das muss immer da sein. Das muss ganz kurz erklärbar sein, wo man sagt, okay, verstehe ich. Wenn wir sagen, ich trade Ausbrüche, ich trade jetzt vielleicht Google-Suchanfragen, dass ich einfach sage, ich gucke mir mal an, was macht die Masse? Wie handelt die Masse, wonach googelt die Masse gerade, das ist doch interessant. Das hat ein Fundament. Aber jetzt irgendwie Kaffeesatz handeln oder Temperaturen handeln, ist vielleicht bei Wetterfutures oder
bei irgendwelchen anderen exotischen Produkten sinnvoll, aber nicht im Allgemeinhandel. Also kurz gesagt, wie erkenne ich jetzt die wirklich guten IELs? Am Firmensitz, wo sitzt der Verkäufer? Steckt er in deiner Firma? Steckt er eine Privatperson? Ist die in Deutschland erreichbar oder haben die hier nur Briefkästen? Der Backtest-Zeitraum, der muss ja groß sein. Wenn ich hier eine Minuten- oder Stundenstrategie habe, dann sollte ich schon mindestens von 2010 an den Test haben. Und vielleicht auch schon von 2000, das ist natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum, aber je länger, desto besser. Die Daten müssen sauber sein. Unsere Daten bringt mir nichts. Da kann ich auf jeden Fall nur das andere Webinar von uns empfehlen, auf dem YouTube-Kanal von FXWirt. Keine Martingale-Systeme verwenden. Achten oder darauf achten, dass die Performance-Kurve nicht allzu steil ist. Oft ist da eventuelles Curve-Fitting dahinter gewesen. Auf den Support achten. Jeder hat mal Fragen und Probleme und möchte dann in einer angemessenen Zeit jemanden erreichen und Hilfe bekommen. Ganz wichtig, Nacharbeit und Pflege. Kein System, nichts auf der Welt ist in Stein gemeißelt und würde ein Leben lang funktionieren. Deswegen achten Sie darauf, dass der Verkäufer, der Anbieter einfach auch Nacharbeiten durchführt. Bringt ihr Updates raus? Wie oft kommen die Updates heraus? Gibt es dann Nachpflege? Werden die angepasst an die aktuelle Technologie? Ja, nein. Live-Handel auch ganz wichtig. Jeder Verkäufer sollte seine Systeme auch live nutzen. Also nur so kann man wirklich dahinter stehen. Das machen wir bei AgroCamp zum Beispiel auch. Alle Systeme, die wir verkaufen, die laufen auf mindestens einem, in der Regel mehreren Handelskonten live mit echtem Geld, mit unserem Geld und handeln da auch, so wie es halt sein soll. Wäre keinen Sinn machen, das zu verkaufen und das selbst nicht zu nutzen. Robustheit hatten wir eben auch schon durchgesprochen, ganz wichtig. Systeme müssen einfach robust sein, die müssen leicht veränderbar sein, so dass sie eventuell Abweichung trotzen und trotzdem noch Geld verdienen. So, wir sind jetzt inhaltlich soweit erstmal durch. Ich denke, wir haben ganz kurz und knackig alles soweit durchgerissen. Ich würde sagen, Sie können jetzt gerne noch Ihre Fragen dazu stellen und in der Zeit, wo Sie die Fragen stellen, gehe ich einfach mal gemeinsam mit Ihnen nochmal auf unsere Webseite, um Ihnen so ein bisschen zu zeigen, was noch ansteht, was wir aktuell noch in der Planung haben, was vielleicht für Sie interessant ist. Wir haben ja momentan gemeinsam mit FXWirt die Rabattaktion für den MetaTrader 5. Das heißt, wenn Sie ein Handelssystem oder Indikator für den MetaTrader 5 entwickeln lassen möchten, dann sparen Sie 50%. Das heißt, 25% schenkt Ihnen FXWirt und 25% schenken wir von AlgoCamp Ihnen. Soll Ihnen so ein bisschen den Einstieg erleichtern oder den Umstieg erleichtern auf den MetaTrader 5. Und da gibt es natürlich noch ein paar gewisse Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Die finden Sie auf der Seite von uns oder aber auch auf der Webseite von FXWirt. Dann gibt es natürlich noch weitere Gründe oder Vorteile, Kunde bei FXWirt zu sein. Das ist das Markttechnik-Add-on, welches wir für den MetaTrader 5 entwickelt haben. Das sparen Sie als FXWirt-Kunde kräftig. Das ist ein ziemlich modernes und hochperformantes Markttechnik-Add-on für den MetaTrader 5. Können Sie sich auch in Ruhe durchlesen. Wir haben ja auch schon ein Webinar gemacht, gemeinsam dazu. Das ist so das erste Markttechnik-Add-on für den MetaTrader 5 mit einem Edge-Vorteil. Das heißt, wir zeichnen hier im Chart live ein, wo der beste Einstieg ist. Das heißt, nicht nur Bauchgefühl-Einstieg, sondern wirklich historisch getestet, wo macht es am meisten Sinn, einzusteigen. Ansonsten, wo wir jetzt auch schon über gute und schlechte Handelssysteme gesprochen haben, wir von AgroCamp vertreiben natürlich auch noch Handelssysteme. Hier unter der Ansicht kann man sich die einzelnen Systeme durchschauen mit allen Informationen. Hier haben wir versucht, möglichst transparent zu sein. Das heißt, wir sehen hier alles, was Sie benötigen. Sie können sich hier komplett die ganzen Statements auch herunterladen. Das heißt, erstmal hier die Performance-Kennzahlen, die wichtig sind. Man bekommt halt hier auch das ganze Statement, zum Teil über 120 Seiten lang, wo Sie wirklich jede Order, jeden Trade nachvollziehen können. Und auch manuell abgleichen können, ob das soweit korrekt ist, ob es irgendwelche Probleme gibt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten, wenn Sie eine Strategie haben, die Sie automatisieren möchten, das heißt, Sie traden gerade manuell eine Strategie und sagen, naja, irgendwie mache ich zu viele Fehler oder ich habe nicht mehr die Zeit dafür, dann sind wir natürlich auch genau der richtige Ansprechpartner. Da haben wir inzwischen auch einen Fragebogen kreiert,
Ja, das heißt, so als Händler, Trader weiß man oft nicht ganz genau, worauf muss ich achten, welche Infos benötige ich eigentlich, damit ich das Ganze programmieren lassen kann. Wir haben einen kleinen Fragebogen kreiert, der sie so ein bisschen durch die ganzen Fragen leitet, je nachdem, was Sie für Wünsche haben. Ja, also hier können Sie getrost einfach mal durchklicken. Sie werden entsprechend Ihrer Angaben oder Wünsche andere Dinge gefragt, sodass wir am Ende, wenn Sie damit durch sind, genau die Infos haben, die wir benötigen, um Ihre Strategie quasi in ein automatisiertes Handelssystem umzuwandeln. Gut, ja, das ist soweit dazu. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende. Wir haben aber noch einige Termine vor uns, natürlich auch ganz viel zusammen mit FXWeb. Da haben wir das ganze Jahr noch durchgeplant, was die Webinare angeht. Ist alles nicht ganz so aktuell, aber wir haben ja eigentlich noch jeden Monat noch spannende weitere Webinare mit FXWeb. Die World of Trading steht an, das jährliche Klassentreffen der Trader im November. Hier haben wir natürlich auch wieder einen gemeinsamen Vortrag am Stand von FXWeb. Wir von AlgoCamp haben auch noch zwei Seminare auf der World of Trading und dieses Jahr das erste Mal auch ein Workshop auf der Pre-Konferenz. Die ist am 16. November. Das heißt, wir sind da 8, 9 Stunden gemeinsam, können uns da gemeinsam einsperren und das System Algo Trading auseinandernehmen, zusammen was ertüfteln, erbauen, sodass sie wirklich aktiv mitarbeiten können, danach nach Hause gehen und wirklich viel mitgenommen haben, hoffentlich. Das ist so wohl das erste Mal für dieses Jahr auf der Pre-Konferenz World of Trading. Und damit das ganze Weiterbildung gar keinen Stopp hat, findet im November auch noch der große Finanzkongress statt. Da sind wir glücklicherweise auch dabei. Eine große Online-Konferenz mit ca. 50.000 Teilnehmern. Auch da ist Algo Trading als Experte dabei für den Bereich Algo Trading natürlich. Gut, von meiner Seite sind wir soweit durch. Bisher gab es keine Fragen dazu. Dann nehme ich einfach mal an, dass das alles beantwortet wurde. Wenn noch was ist, noch ganz schnell stellen. Ansonsten sind wir natürlich jederzeit erreichbar von AlgoCamp oder wenn es fachliche Fragen gibt zu Kontoeröffnung zum Trading an sich, dann sind die Kollegen von FXWeb natürlich rund um die Uhr da. Ich warte einfach mal kurz, ob gleich noch was reinkommt. Aber sieht erstmal so aus, als ob alle wunschlos glücklich sind, hoffentlich. Ja, dann schaue ich mal auf die Uhr, dann haben wir auch schon, ist die Zeit auch schon davon gerast. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Ihnen da draußen, dass Sie mir wieder Ihre kostbaren 60, 65 Minuten geschenkt haben. Es freut mich immer wieder darüber, wenn ich über unser Lieblingsthema sprechen kann, das Algo-Trading und auch ganz wichtig, wenn ich Ihnen ja noch ein Wissen mitgeben kann. Ich hoffe, Sie erkennen es auch, dass wir jetzt nicht immer nur reine Verkaufsveranstaltungen durchführen, sondern ich habe immer ganz konkrete Ziele hierbei, und zwar, dass Sie einfach Wissen mit nach Hause mitnehmen, wovon Sie profitieren können, Wissen, wodurch Sie profitabler am Markt unterwegs sind. Das sind so mal unsere Ziele. Von daher freue ich mich immer, wenn so viele mit dabei sind bei dem, ja, eigentlich einem exotischen Thema im Trading an sich, ist ja schon exotisch, aber Algo Trading ist dann auch mal eine Nische in der Nische quasi. Von daher freue ich mich immer wieder, wenn so viele zuschauen und zusehen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Montagabend und natürlich erfolgreiche Trades. Vielen Dank und auf Wiedersehen.